Hallöchen, ich möchte dir in diesem Video ganz kurz, knapp und einfach zeigen, wie du mit diesen drei Stiften einen schönen Lichteffekt und einen Schatten setzen kannst. Ich habe hier jetzt viermal das gleiche Wort stehen. An diesen vier möchte ich dir vier verschiedene Methoden zeigen. Wir fangen ganz einfach an mit einem schwarzen Fineliner. Dazu ist zu beachten, dass ihr euch klar sein müsst, von wo das Licht kommt. Ich gehe jetzt davon aus, dass das Licht von hier oben kommt. Das heißt, hier unten ist der Schatten. Ihr könnt mit dem schwarzen Fineliner einen ganz sachten Schatten ziehen, sage ich mal. Ja? Also ihr könnt mit dem Fineliner eine schwarze Linie ein bisschen versetzt, so 1-2 mm links unterhalb von eurem Wort schreiben. Was ist der Vorteil von so einem Schatten? Es hebt euer Wort ab, es lässt es dreidimensional erscheinen. Kann halt einfach das gewisse Etwas einem Lettering hinzufügen. Das gleiche könnte man jetzt machen in Kombination mit einem Brush Pen. Das heißt, dass die schwarze Linie eine Hilfslinie sein kann. Also ich setze hier nochmal, genauso wie beim ersten Wort, die schwarzen Linien etwas versetzt vom Wort ab quasi oder an. Gehe ich mit dem grauen Brush Pen quasi nur noch mal an der Linie lang. Das lässt das Wort noch etwas höher erscheinen, dass es einen größeren Schatten wirft. Das gleiche kann man aber auch machen ohne schwarze Hilfslinie. Man kann aber auch eine Lücke dazwischen lassen. Durch diese weißen Linien hebt sich das halt einfach auch noch mal ein bisschen zusätzlich ab. Oder ihr setzt eine graue Linie direkt an das farbige Wort. Und ihr seht, alle vier verschiedenen Methoden lassen das Wort irgendwie ganz anders wirken. Was bei welchem Wort einsetze, das entscheide ich meistens ganz spontan. Da müsst ihr euch auf eure Intuition verlassen. So, wenn das Licht von rechts oben kommt, links oben, wenn das Licht von links oben kommt, heißt, dass natürlich auch das Licht von links auf den Gegenstand, wenn ich es jetzt mal trifft. Ja? Das heißt, ich mache die Lichteffekte auch von links bzw. links oben. Die kann man so versetzt reinbringen. Man kann aber auch eine ganze weiße Linie an den Grundstrichen oder Abstrichen ansetzen. Man kann es wirklich nur andeuten im oberen Bereich. Mit mehreren Unterbrechungen machen und verteilt dafür im ganzen Wort. Wichtig ist halt nur, dass ihr immer auf der gleichen Seite bleibt. Ja, so einfach und so schnell kann man in einer Variante Schatten zeichnen oder halt in dem Falle in vier. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen und wünsche euch viel Freude beim Lettern und Schattensetzen.